Willkommen zurück, Freunde, bei Risen 3 Titan Lords. Ja. Ja, das schnappen wir uns eher. Boah, da hat er uns eine richtig versemmelt. Ja, okay. Jetzt bringt es eh nichts mehr. So, sehr gut. Mal eben kurz umgehauen. Ja, schön, oder? Wir haben nämlich so ein paar Deserteure kennengelernt, wenn man da die letzte Folge verpasst hat, weil ich nicht hoffen will. Und wollen uns eigentlich so direkt auf den Weg in diese wunderschöne Totenkopfhöhle begeben. Aber zuvor, der gute Severin. Todesurteil? Gegen wen? Gegen irgendeine arme Wurst. Horace hieß er, glaube ich. Hat wohl was aus dem Haus des Gouverneurs mitgehen lassen. Aber merkt ihr, Junge, das ist kein Grund, jemanden mit dem Tod zu bestrafen. Naja, wir sind ja nicht mehr im Mittelalter, ne? Ich meine, wenn man irgendjemanden was klaut oder so, du... Was kannst du mir über die Totenkopfhöhle erzählen? Sie kam vor einiger Zeit wie so ein fauliger Pilz aus dem Boden. Oh, lecker. Nur unter hohen Verlusten konnte unser Stoßtrupp bis zu ihrem Kern vordringen. Aber das Erschreckende war dieses komische Portal. Es hat den Kommandanten wahnsinnig gemacht. Scheint ja mächtig was los gewesen zu sein. Also da war ein Portal und dann wurde der Kommandant wahnsinnig. Was wäre dir ein zusätzlicher Schwertarm beim Kampf gegen die Schatten wert? Ich mach's kurz. Eine Handvoll Goldmünzen sind dein, wenn du mir den Rücken frei hältst. Ja, gerne. Aber ich warne dich, das wird kein Kinderspiel. Ach komm, erzähl doch nicht. Also, wir werden auf jeden Fall dort in die Höhle reingehen. Vorher werden wir uns selbstverständlich buffen, einmal zwischenspeichern. Ja, eigentlich können wir... Wir könnten sogar alleine reingehen, ne? Und er kann uns dann hinterherkommen. Haha. Nee, komm, machen wir nicht. Komm, Severin, zeig, was du drauf hast. Denn ich glaube, der kann natürlich auch draufgehen. Ich helfe dir. Knöpfen wir sie uns vor. Jo. Du hast Mumm in den Knochen. Halte deine Waffe bereit und folge mir. Jawolle. Mumm in den Knochen. So ist es. Wie ein Mann ja. Gehen wir da jetzt mal rein. Da oben können wir auch noch hoch. So, mal gucken. Hier geht's auch, hier willst du rein, ne? Alles klar, komm. Dann geben wir uns jetzt schon mal die Geschwindigkeit. Wer weiß, was uns auf der anderen Seite erwartet. Schatten. Wir sind fast da. Dass du mir jetzt ja nicht nervös wirst. Ach Quatsch. Na, da mach dir mal keinen Kopf. Eben. Komm weiter. Lass uns keine Zeit verlieren. Ja, wir sind Dämonenjäger. Wir sind geboren. Oh, guck mal, da ballert der die einfach an. Bedrohlicher Scherge. Sehr gut. So. Boah. Das wäre es ja jetzt gewesen. Jawohl, schön drauf da. Und der letzte. Na, hörst du auf zu blocken? Ah, das ist unsere Bestimmung. Das war die Schatten hier umnieten. Aber so was von. So, plündern können wir so und so gleich. Oh, da haben wir sogar noch welche. Komm, schieß drauf. Jawohl, schön drauf mit der Muskete. Boah, da weicht er echt aus. Oh, guck mal, da treffen wir beide. Oh, sehr, sehr, sehr gut. Jawohl, und ihn noch. Jawohl, so. Wo haben wir noch einen? Direkt geradeaus einen. Achso, warte. Achso, der war schon hops. Okay, alles klar. Oh, guck mal, sind ja wirklich einige, ne? Ja, und schön rein da. Zack, weg damit. So, was ist mit euch da hinten? Kommt. Euch verspeise ich zum Frühstück. Hör auf zu blocken. Auf dem Boden mit dir. Zack, so, der letzte. Komm ran hier. Jawohl, schön. Na. Zack, und nochmal rein. Bedrohliche Schatten, fertig. So, wo ist der Kollege? Ah, da ist er ja. Tja, das war's, ne, Severin? Was hast du denn dazu? Ja. Es tut gut, den kalten Stahl in der Hand zu halten. Ja. Das macht die Jagd viel einfacher. Tja, das war's. Deine Schattenviecher bedrohen niemanden mehr. Diese Schergen waren verdammt zäh. Hier, du hast es dir ehrlich verdient. Ja, vielen, vielen Dank. Und jetzt? Und? Verlässt du jetzt die Insel? Nein. Ich werde hier bleiben und die Stellung halten. Na dann, viel Glück. Oh, der Severin gefällt mir. Der hat eine gesunde Einstellung, ne? Ich meine, die Inquisition war ja eigentlich immer dafür, dass man halt so nun mal jetzt in dem Sinne die Bürger schützt, hast nicht gesehen, ne? Mal so in dem Sinne die guten, ja, Argumente, ne? Mal hervorgerufen für die Inquisition, wie aus dem zweiten Teil. Deswegen wundert es mich doch sehr, dass die sich jetzt hier irgendwie gegenseitig alle selbst, den Kopper packen. Na, komm mal hier. Jetzt sag mir nicht, wegen Gold muss ich da irgendwie alles plündern. Da gehen wir doch direkt mal selbst dran. Haben wir hier sonst noch irgendwas Schönes? Bevor ich... Oh, guck mal. Oh, Teleporterstein. Sehr schön. Guck mal hier, wie das aussieht. Oh, epische Musik. Guck mal hier, voll die Fahne hier. Hm.
Oh, eine Kiste. Das finde ich gut. Und wie hell das wieder ist, ne? Eine versteckte Kiste. Wow, was ist das denn? Ein rohes schwarzes Herz. Ach, jetzt sag mir nicht, das ist doch von Bones die Kiste. Jawohl, Bones Versteck. Bones, du. Ich habe deine alte versteckte Kiste gefunden. Ja. Und es war tatsächlich ein schwarzes Herz darin. Ja, schon sehr lange her, dass ich es dort zurückließ. Wie auch immer, ich hoffe, dass es dir weiterhilft. Vielen, vielen Dank. Danke für deine Hilfe bei der Sache mit den schwarzen Herzen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hilft dir etwas. Wenn du vollständige Genesung willst, wirst du nicht drum herum kommen, deinen Geist wiederzufinden. Ich werde dir so gut ich kann helfen, dein Ziel zu erreichen. Boah, ich bin auch gespannt, ob wir das auch wirklich schaffen gegen Ende des Games, weil das wäre alles andere als schön, wenn die Patty ihren Bruder verliert, ne? Und der alte Held, der ist ja wohl nicht mehr so Mode, ne? Die olle Saufziege, aber irgendwie, der hier trinkt ja auch wohl gerne. So, die gute Geisterblume kommt natürlich auch noch mit. Wir nehmen ja alles mit. Alles. So, was ist mit dir hier? Eine 30er-Kiste. Ja, mach mal auf. Mach mal auf. Einmal rechts, links. Wunderbar. Rucki zucki. So, was haben wir hier? Eine Schrotpistole. Ja, nehmen wir halt mal mit. Haben wir so und so nicht viel mit am Hut. Ich laufe ja gerne mit unserem Schwertelein rum, ne? Guck mal, hier unten Schafauge, Geisterpilz. Die können wir, ja, nehmen wir mit, komm. Ran damit. Ja, die Schattenwaffe, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Boah, Freunde, wir haben so viel Kohle, ne? Wofür willst du jetzt noch die Schattenwaffen mitnehmen? Es sei denn, das stärkste Schwert ist irgendwie geschmiedet aus 1000 Schattenwaffen. Nö, da glaube ich aber weniger. Das glaube ich weniger. So, ansonsten haben wir ja alles, ne? Hoch können wir eh nicht. Da können wir noch was aufnehmen. Nehmen wir es mit, ne? Vollständigkeitshalber. Aber so und so die Schattenwaffen, dass die so komisch über dem Boden wackeln, als wenn sie zu schwer wären für unsere, ja, Machtgriffelchen. Das ist, ja, egal. Was soll's. Das sind so kleine Mankos. Ein Pilz nehmen wir auch noch mit. Und dann gehen wir mal in die Höhle. Machen wir direkt klar Schiff hier auf der Insel, ne? Direkt das Schwierigste. Geisterblümchen, alles eingepackt. Ich bin mal gespannt, was uns dort für ein Schattenlord erwartet. Aber die Höhle sieht ja auch schon mal richtig cool aus. Oh, guck mal, da oben kann man sogar hoch. Da oben kann man hoch, das sehe ich sofort. Wo kommt man denn da oben hoch? Mhm, mhm. Okay, das müssen wir uns merken. Da werden wir dann, ja, da werden wir dann, wenn wir aus der Höhle rauskommen, wenn wir da mal hochgehen, ne? Haben wir vielleicht hier oben noch irgendwas? Irgendein Versteck oder so? Ne, irgendwo hier so? Weniger, ne? Nun gut, okay, dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Aber selbstverständlich vorsichtshalber mal speichern. Weil ich denke mal, der gute Schattenlord wird selbstverständlich nicht alleine sein. Hallo? Asian. Oh nee, das ist ein Magier. Hau ab. Mit deiner komischen Magie. Jawohl. Einmal die Schnelligkeit. Oha. Die wollte mir doch gerade nur die Schnelligkeit buffen. Hör mal, du ekliges Etwas. Stirb. Oh. Genial, ne? Ja, oh. Wie ist das gewesen, war? Nee. Hat er gerade gelacht? Habt ihr das gehört? Irgendwas hat hier gerade... Irgendwas hat hier gerade gelacht. So. Kurz im Prozess. Was sieht aber auch genial hier aus, ey. Oh, mal gucken, wo wir hier hinkommen. Wahrscheinlich kommen wir wieder so Richtung... Mhm, mhm. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das sieht ziemlich groß aus. Wen haben wir hier? Ah, hallo mein Freund. Na, wie geht's dir in Sumpfgolem? So, schön drauf da. Zack. Boah. Der hat uns doch eine... erwischt. Oh. Jo, jetzt nicht mehr, Bones. Jetzt nicht mehr. Jetzt vorbei. Oh, Bones. Mann, du stehst da am Schattenfeuer. Ich will die Pflanze haben. Boah, wie schön das hier ist. Hör mal. Wie schön das hier ist. Also, sehr mal cool gemacht. So, Schattenfeuer. Komm mal her. Und die Truhe nehmen wir natürlich auch gleich mit. Aber sonst ist hier nichts. Nur eine besondere Pflanze und die Kiste. Die mit 20 verschlossen ist. Okay. Sehr kompliziertes Schloss, wie immer, Freunde. Und ein Bauplan, jawohl. Und zwar für den Ring aus einer anderen Welt. Jadestein, grünes Herz und so weiter und so fort. Oh, Hiebwaffen plus 15. Wahnsinn. Müssen wir uns unbedingt merken. Das wird wahrscheinlich ein Ding sein, was wir uns herstellen können. Also klar, dass wir uns herstellen auch werden, wenn wir halt eine ordentliche Hiebwaffe haben. Ne? Darauf wollte ich eigentlich zurück. Oh, und da sind wir auch schon, ne? Aber warum sehe ich keinen Schattenlord?
deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Ja. Bin ich ja mal gespannt. Na, ja, jetzt vorbei, schwarzer Ghoul. Jetzt kannst du uns gar nichts mehr. Ja, ja, haut uns mal. Die Massage nehme ich gern. Ach du meine Güte, jetzt lass mich mal hier aus der Ecke raus. Mach ich ja gar nicht. So, du. Na. So, komm, ran hier. So. Eine Frechheit, dass diese Höhle ausgerechnet hier aus dem Erdreich gekommen ist. Ja. Wo wäre es deiner Meinung nach denn besser gewesen? Frage ich mir auch. Na, im Meer. Dann wäre die verdammte Brut gleich abgesoffen. Ach, der Bones. Ist er nicht gut. Im Meer. Im Meer. Ja, die Mara würde sich darüber freuen. Die Brut wäre nämlich definitiv nicht abgesoffen. So, plündern wir mir eben kurz hier die ganzen Ghule. Die haben ja immer ein paar Klamotten dabei. Ich weiß ja nicht, ob wir die Krallen und Knochen später irgendwie brauchen für unsere besonderen Tränke. Aber mich wundert es jetzt wirklich, warum wir hier keinen Schattenlord haben. Das finde ich merkwürdig. Na, komm schon, willst du mir jetzt sagen, du bist hier ein Rätsel oder was? Ja, das hat schon mal nicht funktioniert. Wie, das hier funktioniert auch nicht, oder was? Okay. Dann du einmal nach oben, dann ihr. Oh, nee, komm, so eine fiese Sache ist das hier. Das heißt, du musst einmal nach hoch, du und dann du. Okay, wow, kompliziertes Schloss. Aber wir haben es ja zum Glück gemeistert. So, was haben wir hier noch Schönes? Bevor wir uns dem Portal widmen. Eigentlich nichts, ne? Eigentlich nichts. Nanu, wer liegt denn hier oben, Hops? Nanu, wer bist du denn? Nur ein toter Soldat, okay. Offiziersring 20 Gold erhalten. Naja, dann würde ich doch mal sagen, Freunde, können wir das nicht? Genau, können wir doch platt machen. Ja, das Kristallportal werden wir auf jeden Fall platt machen, ja. Boom. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Hör mal, Bones, du hast echt Sorgen, ne? Jedes Mal, wenn ich so ein Kristallportal hier platt mache, kommst du mir dann mit meiner Crew. Ich weiß zwar auch nicht warum, und warum sind hier immer diese magischen Kristalle? Haben die etwas mit denen am Hut oder was? Nun gut, ich hoffe, wir haben jetzt kein Ultra-Geheimnis hier übersehen, aber das ist auf jeden Fall Hops. Und Schattenlord gab es leider nicht, weil, ich glaube, weil wir schon alleine Bones sein Herz jetzt dabei gehabt haben. So, was ist mit dir hier? Du liegst ja auch einfach nur so tot rum. Bones, lass es sein. Wenn ich was mit dir, ne, zu schwätzen habe, dann komme ich schon dazu. Tja, das ist es anscheinend gewesen. Wir können ja rausgehen und uns mit dem Severin unterhalten und ihm sagen, dass das Portal platt ist und dass hier erstmal keine Schatten kommen werden. Vielleicht kriegen wir dafür noch eine Belohnung und zumal kriegen wir dafür vielleicht auch noch ein bisschen Erfahrung oder Ruhm. Ja, ich weiß auch nicht, warum sie es Ruhm genannt haben. Sag ich ja schon seit Risen 2. So, pass auf, Severin, mein Guter. Eines Tages werden die Menschen ihr Recht einfordern und wieder herrschen. So soll es sein und letzten Endes dann die Welt zerstören. So, dann würde ich doch mal sagen, gehen wir mal hier oben hoch, ne? Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Denn da gab es doch mehrere Wege, ne? Wenn wir wirklich nach ganz oben ankommen. Oh, guck mal, ein Baumwürger. Sehe ich ja von hier. Den nehmen wir natürlich auch mit. So, komm her. Nee, Schlangenwurz. Hahaha, oh fail. Egal. Schön. Egal, einfach weiter nach oben. Nicht, dass wir hier einen Papageienflug einsetzen müssen oder so. Deswegen mal eben kurz noch so ein bisschen geguckt, ne? Da kann ja sein, dass da oben auf dem Schädel irgendwas liegt, ne? Ich meine, wir haben eh alles auf High-End. Wir müssten das eigentlich sehen, wenn da hinten was liegt. Eigentlich. Aber egal, ihr wisst ja, wie ich bin. Ich gucke mich auch gerne offscreen ein bisschen um. Und wenn ich da was Tolles entdecke, dann lasse ich euch das natürlich auch wissen. So, jetzt aber erstmal ganz nach oben. Ich werde mir direkt mal die Geschwindigkeit buffen, weil... Ja, wusste ich doch, du Scheißvieh. Genau, nämlich mit sowas habe ich gerechnet. Bones, wo bist du? Nanu? Nee, komm. Das Späßlein machen wir nicht mit. Dann braucht der Bones halt nur mal ein bisschen länger. Gucken wir uns hier alleine ein bisschen um. Eine Truhe, die nicht verschlossen ist. Okay, mach mal auf. Ja, okay. Kann man natürlich auch mitnehmen. Was haben wir hier oben noch Schönes? Na, oh, da sehe ich doch jetzt schon die Spinne. Komm raus. Komm raus, Mistvieh. So, tschüss. Oh, noch eine Truhe. Oh, immerhin mit 60 verschlossen.
Boah, ich habe jemanden laufen gehört. Ich will hoffen, dass es Bones ist. Ah, jetzt fängt das hier schon wieder an, ne? Ist das derselbe Mechanismus wie eben? Ist er? Ich glaube nicht, ne? Oder doch? Nee, der war schon mal falsch. Hm, ich glaube, wenn wir... Nee, okay, das funktioniert nicht. Komisch. Dann ist es nicht derselbe Mechanismus. Oh, da geht der letzte auch noch runter. Boah, ist das fies. Ist das fies, Freunde. Oh, hör mal, nee. Wahnsinn. So, wenn wir die oben haben, müssen wir einmal hier rüber. Das heißt, wir müssen den einmal hochmachen, den einmal hochmachen, den einmal. Uiuiui. Piranha Bytes. Jetzt hast du ja dir aber was Neues ausgedacht mit der Schlosskombination hier. Meine Güte, da muss man ein bisschen rumfummeln. Aber kein Problem. Ach, Bones ist wieder da. Wo bist du denn entlang gelaufen? Hier durch die Höhle oder was? Okay. Achso, du bist einfach so an den Monstern dran vorbeigelaufen, oder wie? Naja, was soll's. Eine Mütze, genau. Ach, der gute Bones. Natürlich ging das schnell. So, der nächste bitte. Und... jawohl. Noch ein kräftiger Hieb hinterher. Natürlich war es das, Bones. Glaubst du, wir machen hier halbe Sachen, mein Freund? Ah, diese mysteriöse Musik immer hier, ne? Geht schon ein bisschen aufs Gemüt, geht die. Oh, Feuerblume. Ja, komm mal her. Das Feuerblümchen nehmen wir mit. So, jetzt natürlich mal eben kurz auf die Karte geguckt. Wir haben hier irgendwie eine Höhle. Ich weiß zwar nicht, ob es da weitergeht. Boah, kann man da oben eigentlich noch an den Strand? Oh, da bin ich ja mal neugierig. Also, wir können auf jeden Fall einmal über die Brücke und dann gehen wir hier durch. Und da ist, glaube ich, so ein Höhleneingang, Ausgang, ne? Jo, dann müsste funktionieren. Das heißt, wir gehen mal über der Brücke leiden. Oh, was ich haben wir hoffe, da? Ich hoffe, die Brücke trägt mein Gewicht. Oh. So viel wiegst du nun auch wieder nicht. Moment, findest du mich dick? Vergiss es. Oh nein, wie schön ist das denn? Moment, findest du mich dick? Das geht ja mal gar nicht. Ja, schön. Hätte auch vom Patty kommen können. Hör mal, hörst du jetzt mal auf zu blocken, ja? Jo, das war's. Da geht doch ziemlich schnell hier. Wir laufen hier einfach mal rein hier in die gute Stube. Hallo, wohnt hier noch jemand? Will jemand noch ins Gesicht? Komm, ran hier, zack. Gehen wir hier einfach mal rein in die gute Stube. So. Und das war's dann schon. Ende der guten Stube. So, was haben wir hier Schönes? So, wegpacken. Gold. Eine Menge, Menge Gold. Okay. Oh, eine Seelenflechte. Das finde ich wiederum sehr, sehr gut. So, das Gold nehmen wir natürlich auch mit. Auch wenn wir schon Multimillionär sind, hast du nicht gesehen. Und ein paar Muscheln fehlen uns auch noch. Was ist das denn? Ist das eine Büste? Ja, Tatsache. Die haben wir ja schon mal gefunden auf Kalador, ne? Zwei Stück Schlachten des letzten Jahrhunderts. Hier steht was vom Zielwasser. Hammer. Das habe ich schon. Haben wir schon. Kann ich mich dort erinnern. Ja, die legendären Gegenstände, die werden wir auf jeden Fall so und so alle sammeln. Ist ja klar, ne? Da wird ein 100% Run wird das hier, Freunde. Mit selbst gesteckten Zielen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die kleinen Minis haben so und so nichts dabei. Die brauchen wir auch im Grunde genommen gar nicht. Die sind so was wie die kleinen Kobolde halt. So, und da haben wir alles da. Was? Ein Bauplan. Aha. Für das Herz des was? Großen Jägers oder so. Auf jeden Fall erstmal wieder eine dicke Truhe. So, mal gucken, ob das hier so schön funktioniert wie sonst auch. Nee, leider nicht. Leider nicht. Ich denke mal hier. Da müssen wir anfangen. Hier müssen wir anfangen. Der war schon mal falsch. Halle Julia. So, 1, 2. Nee, der dritte war falsch. So, 1, 2, 3. 1, 2, 1. Okay. Oh mein Gott. Diese Kisten wieder hier. So, du einmal nach oben. Jawohl. Zack. Haben wir es doch noch geschafft, Freunde. So, eine Jagdflinte und rohes Fleisch. Okay, was hat die denn? Die hat 60 Schaden. Ja, immerhin. Ist doch nett. Musketen, beeinflusst Trefferchance. Nehmen wir selbstverständlich mit. Nanu, ich dachte, da wäre noch ein Kräutelein oder so. Oder irgendwie so ein Becherchen. So, was haben wir hier? Oh, ja gut, die Bäre. Komm mit, Bärchen. Wir nehmen natürlich auch die Bärchen mit. Aber läuft doch eigentlich richtig gut, ne? Rucki zucki laufen wir, fetzen wir uns im wahrsten Sinne des Wortes über die Insel. Und gucken uns natürlich auch alles in aller Ruhe an. So, dass wir auch ja nichts verpassen. Das sind ja schon wieder so kleine Viecher. Ich glaub's ja nicht. Hallo. Zack. Oh no.
Autsch. Ich glaube, der hat nicht gesessen. Der hat nicht gesessen. Oh, haben wir nochmal Glück gehabt. So. Die Kobolde. Die ollen Halunken. Mit Fallen gespickt hier alles, ja? So, noch eine Truhe. Oh, eine Truhe nach der anderen. So, ich hoffe, die geht aber schnell. Jawohl. Mal eben kurz. Zack, zack. Was ist dabei? Ein bisschen Goldpapageienflug. Jo, nehmen wir natürlich gerne mit. So, lag hier denn sonst noch irgendwas Interessantes, bevor wir hier einfach durchmarschieren? Das sieht nicht danach aus. Habt ihr irgendwas Tolles dabei? Gold und eine Gabel und Bones. Ich hatte dir was dazu gesagt, mein Freund. Hm. Ja, hinlegen könnten wir uns natürlich auch. Habe ich aber ehrlich gesagt keine Lust. Ich glaube, da lag noch ein Krug. Aber sowas können wir, glaube ich, auch ohne Probleme. Wow, einfach übersehen. Boah, du Scheißvieh, ey. Alter, schreckst du mich dann so. Boah, kommt das Vieh da aus der Höhle, ey. Boah. Wahnsinn, da rutscht mir mal eben kurz das Herz woanders hin, Freunde. Ah, hier sind wir, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, mit unserer Rüstung, so, jetzt könnt ihr mich nämlich mal gern haben, gehen wir mal durch die Höhle. Mal gucken, was wir sonst noch so hier so finden. Okay, ich höre auf jeden Fall Viecher. In der Tat, eine schöne Mütze. So, Maul. Oh, ich habe sogar noch ein Vieh gehört. Oh, ich sehe schon, wir haben Erz hier, ne? Wehe, wir haben ein bisschen Erz verpasst. Ich sammle ja so und so immer so gerne alles ein. Aber nö, das sieht eigentlich relativ gut aus. Da hinten haben wir noch ein Geistespilz, aber da hinten, ich sehe es ganz genau. Seht das auch? Die Jade. Und Jade haben wir eigentlich relativ selten im Gepäck, ne? Oder in dem Sinne gefunden. Oh, mein kleiner Ghoul. Och ja, komm, die Reichweite. So, tschüss. Was hast du davon? Oh, da hinten war ein Teleporter. So, noch ein bisschen Jade abgebaut. Wir brauchen nämlich die gute Jade für Ringe, Amulette und Co. Und ich glaube, davon haben wir eigentlich so ziemlich am wenigsten, ne? Weil so Golderz und Erzbrocken und all so ein Kram haben wir bis dato, wenn ich mich nicht irre, am meisten gefunden. Ja, das lasse ich dir gerne. Sag mal, komme ich hier auch mal wieder raus? Komm bei uns, hauen um. Das Scheiß wieder. Tut mir leid, aber ich hasse diese Viecher langsam, aber sowas von. Ist ja der Hammer. Ist ja der Hammer. Ich meine, ich nehme ja zurzeit gerade, weil es mir Spaß macht, Gothic 2 auf und das sogar mit der Facecam. Ja. Einfach mal so als Erneuerung für uns und irgendwie hätte das auch gut in Risen 3 reingepasst. Hättet ihr mal sehen können, wie sehr ich gezuckt hätte. Was war das denn wieder? Oh, komm drauf da. Jawohl, tschüss. Einfach alles niederbrezeln hier. So, und du auch. Auf zu blocken. Hör auf zu blocken. So. Zack. Jetzt mal Ruhe im Karton hier. Meine Güte. Aber sieht ja richtig cool aus hier, ne? Gar nicht so verfallen, das Gebiet. In dem Sinne weiß, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Sondern eher mal so ein bisschen ruhiger. So, hier haben wir alles, ne? Nicht, dass sich hier noch irgendwie was versteckt oder so. Und hier sind wir jetzt oben am Turm rausgekommen. Sehe ich das richtig? Jawohl. Da müssen wir so und so hin. Aber erstmal laufen wir mal eben kurz geradeaus durch und aktivieren. Aktivieren dann... Ja, ich würde das einfach mal frecherweise sagen, das nächste Mal den Teleporter. Bis dahin, Freunde.